Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow! Wand geht auf! Kopf explodiert! Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Heilige Scheiße. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen.
Was machst du da? Wow. Hast du das gesehen? Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Ich werde... Ash? Ash! Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Sag mir,
bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Eine verständliche Wahl. Er ist ein ziemlicher Arsch. Behalte ihn im Auge. Lass dir seine Angeberei nicht in die Quere kommen. Warten wir ab, wie es weitergeht mit Mike. Ich sehe gerade, unsere Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder.